Also es gab es jetzt schon häufiger, dass ChatGPT sich Quellen ausdenkt. Also man muss auf jeden Fall, darf man sich nicht blind, wenn man jetzt Sachen nachfragt, darauf verlassen, dass der Wahrheitsgehalt auch 100% stimmt. B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und dieses Mal waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio im Channel in Harburg, und zwar bei SKN von Geiso. Da waren wir schon öfter und die sind immer ganz schön, muss man sagen, am Puls der Zeit mit ihren Themen. Jetzt zum Beispiel dreht es sich um das Thema KI. Ist ja eh Schwerpunktthema bei uns in der aktuellen Ausgabe von Business and People. Wir sprechen mit Lennart Schafmeister. Das ist ein junger Anwalt. Und vor allem geht es bei uns um das Thema, wie ist denn das eigentlich mit KI und Urheberrecht zum Beispiel? Wenn die KI irgendein Material verwendet, was ich vielleicht erstellt habe, ein White Paper oder ein Artikel oder für Künstler vielleicht auch ein Bild, ein Musikstück, wie ist das dann? Habe ich dann eigentlich noch das Urheberrecht? Ist da was Neues entstanden? Spannend auch die Frage nach dem Datenschutz. Auch das wirklich interessant. Kann man das einfach bedenkenlos machen? Wo muss man echt aufpassen? Wo braucht es auch echt noch gesetzliche Regulierung? Dazu sprechen die beiden jetzt eine Weile. Ein sehr interessantes Gespräch, geht auch wirklich ein bisschen tiefer. Und was ich ganz witzig fand, an dem einen Punkt gibt es ein sehr gutes Beispiel, mit dem Herr Schafmeister etwas erklärt und das hat mit einem Affen zu tun. Also ganz witzige Stelle auch. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Das Thema KI beschäftigt im Moment die ganze Nation, vielleicht sogar die ganze Welt. Und ich bin heute verabredet zum B&P Business Talk mit Lennart Schafmeister, Rechtsanwalt bei SKN von Geiso, Fachmann für IT und Datenschutzrecht, Urheberrecht, E-Commerce, alle Verdächtigen auf einem Haufen. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Wenn wir über KI reden, dann meinen wir im Moment eigentlich vor allen Dingen die ganzen Auswüchse rund um ChatGPT, also um generierte Texte. Da greift das System auf Informationen im weltweiten Netz zu, aus irgendwelchen Quellen, nach irgendwelchen Algorithmen, die keiner kennt. Wo lauern die Fallen? Genau, da haben Sie schon mal einen Punkt auf jeden Fall angesprochen. Man weiß eben nicht so genau, wo die Ursprünge der Inhalte sind. Das kann man einfach in der Gänze nicht überblicken, nicht abschließend kontrollieren. Das betrifft Texte ja genauso wie auch Bilder zum Beispiel ja auch. Da ist noch eine ganz andere Klasse, ne? Genau. Genau, genau. Aber da lauern wirklich viele Gefahren. Also das Thema KI, man kann es so ein bisschen unterteilen. Es gibt den urheberrechtlichen Aspekt, es gibt einen datenschutzrechtlichen Aspekt und allgemeiner kann man noch sagen, so auch in beiden Bereichen, was lauern da für Haftungsfallen eventuell. Mhm. Ne? Lassen Sie uns mal mit Urheberrecht anfangen. Ja. Also das Urheberrecht, da steckt der Name Urheber ja schon drin, genau. Der in der Regel ja überhaupt nicht mitkriegt, was mit seinen Inhalten passiert. Bleibt denn sein Recht überhaupt bestehen oder verliert er das? Also es wird immer schwierig sein, weil ChatGPT ja auf so viele Texte oder auch Bilder zugreift, müsste man ja nachweisen können, dass da jetzt dieser bestimmte Text eben eingeflossen ist und da halt als die Hauptinspiration reingeflossen ist. Es wird in der Regel eher so sein, dass es wahrscheinlich aber tausende verschiedene Quellen sind und daraus eben dann etwas Neues generiert wird und entsteht. Es wird ja neu formuliert. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, das ist hier rauskopiert oder genau, so. Ne? Genau, genau, genau. Das wird man eigentlich so gut wie nicht nachweisen können. Und das Interessante ist dann, was ist mit dem sozusagen mit dem neuen Produkt, wie ist da überhaupt dann die rechtliche Stellung? Ist das irgendwie geschützt? Ist das über ein Urheberrecht oder vielleicht über ein Leistungsschutzrecht geschützt? Und da ist es halt so, dass die Werkqualität, also das Urheberrecht, das gilt ja am Ende für Werke. Und da muss immer ein Mensch dahinter stecken. Mhm. Also ich habe hier mal, ich weiß nicht, ich habe mal was mitgebracht. Ich weiß, im Podcast ein Foto dabei haben, ist so suboptimal. Aber ich denke mal, wenn wir das mal so beschreiben, das ist dieses berühmte Foto
von dem Affen aus dem indonesischen Dschungel, der so ein Selfie gemacht hat. Also für unsere Hörer, wir stellen einen Link auf dieses Bild in die Shownotes, dann kann man sich das mal ansehen. Genau. Und man kann das eigentlich ganz, ganz gut vergleichen, weil der Kern ist einfach, damit ein Werk, sei es jetzt ein Text, ein Foto oder ein sonstiges Bild, damit das urheberrechtlich geschützt sein kann, muss da eben ein Mensch dahinter stecken. Es muss eine geistige Schöpfung sein, eine geistige Leistung, und die kann nur ein Mensch erbringen. Und in dem Fall war das jetzt eben so dieser Affe, der dieses Selfie gemacht hat. Da steckte natürlich auch ein Fotograf mit dahinter, der das natürlich so ein bisschen provoziert hat. Der hat das da alles aufgebaut und nur darauf gewartet, dass dieser Affe eben da auf den Auslöser quasi, ne? Ja, drückt. Ja. Genau, das hat dann irgendwann noch funktioniert, aber das endete dann auch in einem großen Rechtsstreit. Und man hat gesagt, das Urheberrecht, das war jetzt ein Fall in den USA. Aber dennoch, das Urheberrecht liegt weder bei dem Fotografen noch bei dem Affen. So, der Affe ist kein Mensch, kann keine menschliche, geistige Schöpfung dahinter stecken. Der Fotograf kann da aber auch keine Rechte dran geltend machen, was dann dazu geführt hat, dass dieses Foto eben frei verfügbar ist, da eben der Urheber fehlt. Und das ist eben auch das Ding bei KI-generierten Inhalten. Ja. Da steckt in der Regel... Da steckt dann kein Mensch dahinter. Es wird natürlich ein Befehl gegeben, sogenanntes Prompt, das. Ne? Der kann dann mehr oder weniger kreativ sein. Wenn der ganz besonders ausgefallen ist, dann geht das vielleicht sogar schon in die Richtung, dass man sagen kann, na gut, hier dieser Prompt, dieser Befehl, der ist jetzt sowas von ausgetüftelt. Das geht schon in die Richtung, das ist vielleicht schon eine Art... Schon geistiges Eigentum. Genau, vielleicht ist das jetzt im Bereich Computerprogramm, vielleicht ist das sogar schon eine Art Code oder so. Dann könnte man sagen, dieses Prompt ist urheberrechtlich geschützt. Aber an sich, die KI-generierten Inhalte, also Texte, Fotos, da hat niemand Urheberrechte dran. Die sind im Prinzip gemeinfrei. Ja. Also zum Thema Prompt vielleicht mal so ein kleiner Exkurs. Wir haben das selber durchexerziert. Mein Kollege Tobias Pusch kriegt ja also den Auftrag, die KI solle ihm doch mal eine Bauanleitung für einen Molotow-Cocktail servieren. Da hat die sich ernsthaft eine ganze Zeit gewehrt. Ja. Das wollte sie nicht. Ja. Und er hat das so geschickt gefragt, dass am Ende quasi das System ausgetrickst wurde. Indirekt hat sie also beantwortet, wie das funktioniert, was man zumindest dafür braucht. Ja. Also das funktioniert. Dieses Prompting ist natürlich wahrscheinlich ein neuer Berufszweig oder sowas künftig. Ne? Gut, das mal so eben eingeschoben, damit auch Leute ein bisschen verstehen, was sich da eigentlich genau hinter verbirgt. Das ist also die Kunst, gezielt zu fragen, so geschickt zu fragen, dass man ein Ergebnis erzielt, was eben auch besonders ist. Genau. Und nicht einfach nur beliebig. Genau. Weil beliebig kann ChatGPT ganz gut. Ja. Also es ist oft ja von einer unglaublichen Flachheit, was da rauskommt, aber es kann eben vielleicht auch besser. Genau, das ist natürlich auch so eine Gefahr. Ne? Jetzt, wo Sie sagen, Anleitung zum Waffenbau oder sowas. Also das ist natürlich die Gefahr groß, dass sowas irgendwie ausgenutzt wird. Und ich denke mal, auch ChatGPT oder die Betreiber dahinter, OpenAI, die versuchen natürlich kontinuierlich da weiter drin zu basteln, das weiterzuentwickeln. Man konnte von Anfang an ja noch nicht alle Eventualitäten und Gefahren da absehen, aber schon. Das ist aber nur für ChatGPT. Sie kriegen die Anleitung im Internet sofort. Also meine Frau hat gleich gesagt, pass mal auf, hier, klack, 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 hier hast du die Anleitung. Genau. Und das dauerte 3 Sekunden, da hatte sie die. Also ich glaube nur, es war noch vor einigen Monaten häufiger so, dass man dann, wenn man mal irgendwas gefragt hat, ChatGPT, da hat man dann in der Regel seine Antworten bekommen, und man merkt jetzt, ja, wenn das in irgendeinem Bereich geht, der vielleicht ein bisschen zwielichtiger ist, da haben die schon so ein bisschen nachgeschärft, weil da kann es natürlich auch zu ganz großen Haftungsproblemen ansonsten kommen. Ne? Also oftmals liest man jetzt, ja, leider, darauf können wir jetzt Ihnen keine Antwort geben und so. Ne? Also ja, aber es ist auf jeden Fall spannend. Es war ganz niedlich. Die KI hat uns gesagt, nein, das sei also illegal und das dürfe sie nicht. Und genau, so weiter. Sie antwortete eigentlich wie jemand, der sagt, nein, tut mir leid, das ist geheim. Ja. Gut, nochmal so zum Urheberrecht. Ich halte mal fest, es ist schwierig herauszufinden, ob meine geistige Leistung in irgendetwas drinsteht, was quasi verklausuliert rüberkommt. Ja, den Nachweis kann ich ja kaum bringen. Ne? Ja, es gibt schon so Tools,
mit denen man prüfen kann, ob die eigenen Werke irgendwie ihre Verwendung gefunden haben, ob die irgendwie eingeflossen sind in einen Datensatz, ob die Inhalte waren von Data Mining oder nicht. Mhm. Das gibt es für Fotos auf jeden Fall, für Kunstwerke. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Genau. Also beim Text, glaube ich, ist es schwierig. Beim Text Foto ist es schon anders, ne? Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Bei den Texten wird man es noch mal schwerer nachweisen können. Mhm. Bei den Fotos, wie gesagt, gibt es schon Software, die kann man durchlaufen lassen. Und dann da lädt man dann zum Beispiel sein eigenes Werk hoch. Also das genau. Werk sozusagen. Und kann sehen, wurde mit meinem Werk hier schon KI trainiert oder nicht. Und dann bekommt man da auch eine Antwort. Ne? Und das ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Punkt ist die Frage eben, ist das überhaupt zulässig? Darf KI mit beliebigen Daten einfach so trainiert werden oder wo sind da die Grenzen? Muss man das als Urheber, als Künstler, als Autor, Journalist hinnehmen oder kann man sich dagegen wehren? Ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen provokant fragen. Ist ChatGPT für Sie als Anwalt in diesem Fachgebiet eigentlich ein Glücksfall? Sie meinen, dass wir quasi das selber nutzen können für Nein, unsere Arbeit? Andersrum, oder dass die Zahl der Fälle steigt. Die Zahl der Fälle steigt. Ich vermute, die Zahl der Fälle wird in Zukunft auf jeden Fall steigen. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle steigen die Fälle. Ja, ja, also es ist ja jetzt noch relativ, ich sag mal, man kann ja noch eigentlich davon sprechen, dass ChatGPT jetzt noch recht frisch auf dem Markt ist. Also mir kommt es zumindest halbes so vor. Jahr. Es ist echt so gutes aufgeploppt. Ne? Natürlich wurde da im Hintergrund schon irre lange dran gearbeitet. Aber so richtig ist es ja dann erst im, ich glaube, es war November, Dezember letztes Jahr. Es ist dann, wurde es kostenlos frei zugänglich gemacht und dann gab es ja einen riesigen Hype darum. Ne? Und von daher, da wird sich jetzt ist es gerade mal ein gutes halbes Jahr her, da wird sich einfach noch einiges entwickeln. Und ich denke, was wir sehen im Moment, ist auch die Spitze des Eisbergs. Auf jeden Fall. Weil in den Ebenen darunter, die man jetzt noch nicht sieht, werden schon wieder ganz andere Dinge entwickelt. Ich habe jetzt gehört, es kommt jetzt irgendwann irgendwas, künstliche Intelligenz, Text zum Thema Musik. Also Sie geben Text ein und der macht daraus ein Lied. Der komponiert Ihnen was. Ja. Da, gut, okay. Komponiert wird seit hunderten, tausenden Jahren. Und es gibt immer wieder neue Melodien, aber jetzt muss man mal gucken, was kommt da eigentlich bei raus, wenn das eine künstliche Intelligenz macht. Wo greift die denn eigentlich zu? Ja, genau. Ne? Also da gibt's auf jeden Fall noch viele, viele Bereiche, die man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so vorstellen kann. Weil eins müsste doch eigentlich klar sein. So eine künstliche Intelligenz, so eine Maschine quasi, so ein Textgenerator, was Neues ausdenken kann der sich doch eigentlich nicht. Genau, das ist genau richtig. Der kann sich nichts Neues ausdenken, der kann nur, den muss man immer anlernen und trainieren. Der kann nur gefüttert werden mit Datensätzen und daraus, das kann er dann irgendwie recyceln, das kann er anwenden, er kann erkennen, hier passt jetzt dieser Ausschnitt, hier passt dieser Ausschnitt, das Ganze kann vielleicht noch kumuliert werden dann zu etwas Neuem, dass es das so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Mhm. Das kann er, aber sich etwas Neues ausdenken, das eben nicht, beziehungsweise wenn, dann ist eben auch die Gefahr da, dass sich einfach falsche Inhalte ausgedacht werden. Es gab jetzt zum Beispiel kürzlich wieder in den USA auch einen Fall eines Anwalts tatsächlich. Mhm. Der hat vor dem Bundesgericht in New York einen Rechtsstreit geführt für seinen Mandanten. Es ging um einen Streit mit einer Airline. Sein Mandant hatte da eine Knieverletzung von getragen. Und dann hat er da in seinem Schriftsatz munter so Präzedenzfälle vorgetragen waren. Ja, hier, aber in dem Rechtsstreit so und so gegen die Airline so und so, da war das ja auch so und da haben die auch Recht bekommen. Jetzt müssen wir auch Recht kriegen. Also hat seine Argumentation rund um solche Fälle eben aufgebaut und dann ist am Ende rausgekommen, er hat das nicht nochmal gegengecheckt richtig, hat sich darauf verlassen, dass ChatGPT bei der Recherche ihm da richtige Fälle ausgespuckt hat, auf die er sich stützen kann. Dann kam aber eben raus, nee, das war ausgedacht. Also diese Fälle, die gab es sogar. Aber wo kamen die her? Weil ja, also die KI kannte ja nichts ausdenken. In dem Fall hat die KI da irgendwie das aber imitiert, hat sich dann aber in dem Fall tatsächlich diese Cases irgendwie hingelegt. Ausgedacht. Ja, also hat irgendwie, so wahrscheinlich kennst du dieses Muster, so wie das in den USA ist mit den Fällen, wie das so aufgebaut ist, wie das strukturiert ist und dann je nachdem wahrscheinlich, wie man da auch fragt, wie man die Prompts erstellt.
Oder es war vielleicht da noch in einem Stadium, wo es noch fehleranfälliger war, das weiß ich nicht. Das war schon ein bisschen spooky, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall, darf man sich nicht blind, wenn man jetzt Sachen nachfragt, darauf verlassen, dass der Wahrheitsgehalt auch 100% stimmt. Also es gab es jetzt schon häufiger, dass ChatGPT sich Quellen ausdenkt. Ne? Quellen? Ja, genau, dass es sich Quellen ausdenkt. Und in dem Fall waren es dann halt diese Gerichtsurteile und da dürfte jetzt dann einiger Ärger warten noch auf diesen Anwalt. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte einen Schulkollegen, einen Superschüler, der hat sich komplett seine Referate ausgedacht und Quellen erfunden. Mhm. Das ist nie aufgeflogen. Irgendwie, ja. Das wurde auch von anderen Lehrern nachher im Unterricht schon zitiert, weil das war so genial gemacht. Und im Grunde genommen hat er ja nichts anderes gemacht. Irgendwann gab es dann mal ein Gespräch mit dem Direktor und da hieß es dann so, häng das nicht an die große Glocke. Ja. So. Das war also natürlich auch sehr peinlich, ne? Wenn, da gab es Autoren, die gab es gar nicht. Naja, also das ist ja auch noch ein Punkt, ne? Mit der Ausbildung, Schule und auch akademische Lehre und ChatGPT, da muss man ja auch so sehen, wie sich das entwickelt. Wäre das ein Fall, der auch auf Ihrem Tisch landen könnte? Zum Beispiel solche Rechtsstreitigkeiten? Wir machen jetzt weniger so Prüfungsrecht nenne ich es jetzt mal, aber im Allgemeinen kann sich da sicherlich was draus ergeben, wenn man jetzt in einer Abiturprüfung oder im Staatsexamen schummelt. Ne? Also gerade im Staatsexamen dürfte das wirklich schwierig werden, das ist alles sehr, sehr streng. Aber also wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt in meiner Schulzeit ChatGPT gegeben hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, wie das von meinen Mitschülern und mir wahrscheinlich genutzt worden wäre. Ne? Das ist ja, es verleitet ja schon dazu. Ja. Es ist natürlich eine große Hilfe. Und gerade als Schüler nimmt man es wahrscheinlich nicht so genau, ne, wie man es dann später. Man ist ja auch durchaus findig, genau, wie man an die Informationen rankommt. Genau. Vielleicht ist ja auch irgendwie eine Art von Leistung, an Informationen ranzukommen. Ne? Mhm. Also das da ändert sich das natürlich auch. Alles. Naja, ich bin ja eigentlich ein Anhänger der These, dass ich sage, ich kann eigentlich nur das finden, ich kann eigentlich nur das suchen, von dem ich weiß, dass es das gibt. Etwas zu suchen, was man nicht kennt. Genau. Wie soll man das suchen? Das haut ja nicht hin. Ja. Ne? Genau. Wir haben noch ein anderes Thema, das ist neben dem Urheberrecht vor allen Dingen auch der Datenschutz. Wenn ChatGPT also auf Anforderungen irgendwelche Zahlen ausspuckt in irgendeinem Bericht, ist das ein Thema, wo wird es da heikel? Es wird dann ein Thema, wenn es Informationen sind, die nicht frei öffentlich zugänglich sind. Im Prinzip ist es ja so, man kann es ja vergleichen mit einer Google-Anfrage. Man kann Google-Sachen fragen, dann bekommt man eine Antwort. Mhm. Und solange sich das in so einem Rahmen bewegt, dass das eben frei zugänglich ist und keine geheimen Dokumente, Informationen betrifft, ist das erstmal kein datenschutzrechtliches Problem. Mhm. Es kann aber problematisch werden und das ist auch problematisch, weil man kann ja kaum kontrollieren, mit was ChatGPT da alles so gefüttert wird. Also Millionen von Nutzer geben da tagtäglich irgendwelche Dinge ein und man weiß gar nicht so richtig, was passiert mit diesen Dingen. Zwar wird immer darauf hingewiesen von OpenAI zum Beispiel auch, ja, wir wollen hier keine persönlichen Daten, keine personenbezogenen Daten, aber so einen richtigen Schutz gibt es jetzt auch nicht. Also man wird jetzt nicht gehindert, da Sachen einzugeben, die auch personenbezogene Daten eben beinhalten. Ne? Also ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Greift ChatGPT jetzt auf Material zurück, das vorher gezielt dafür eingepflegt wurde, oder greift es auf das zurück, was im Internet sowieso verfügbar ist? Beides. Genau. Und dann, was eben aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch ist, dass so viele Informationen immer mehr oder weniger ungefiltert eingehen und man nicht so richtig weiß, was passiert eben mit diesen Daten. Und dazu kommt noch, dass eben diese KI-Betreiber oftmals auch in den USA sitzen. Das heißt, wenn man da Daten eingibt oder Daten verarbeitet werden. Hat hier gar keinen Zugriff, ne? Ja, es findet dann eine Datenverarbeitung statt eben in ein Drittland. Und die USA gelten zumindest in datenschutzrechtlicher Sicht als ein unsicheres Drittland. Ja. Und das ist schwierig. Da muss es dann eigentlich geeignete Garantien geben, dass eben diese Daten sicher verarbeitet werden, sicher transferiert werden in das Drittland. Und ob das so der Fall ist, das bezweifle ich zumindest. Und
Das ist auch einer der Gründe, weshalb zum Beispiel ChatGPT in Italien gesperrt ist. Es gibt ja aus dem politischen Raum die Forderung, zumindest nach einer gewissen Regulierung dieser ganzen Geschichte, die auch vernünftig ist. Ja. Unter anderem die Forderung zu sagen, KI-generierte Inhalte müssen kenntlich gemacht werden. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht in Gesetzesform. Ich glaube, die EU hat das so deutlich noch nicht gesagt. Aber man könnte sich vorstellen, dass das eines Tages nationales Recht wird. Auf jeden Fall. Finden Sie das richtig? Ja, also KI muss zu einem gewissen Grad auf jeden Fall reguliert werden. Ich glaube, anders geht es nicht. Anders wäre es unüberblickbar und auch ziemlich gefährlich. Man muss so ein Maß natürlich finden, dass man auf der einen Seite den technologischen Fortschritt und so die Wettbewerbsfähigkeit auch zum Beispiel in der EU nicht zu sehr bremst. Man darf aber auch die Regulierung nicht komplett aus den Augen verlieren. Also ansonsten. Also eine Kenntlichmachung jetzt immer ganz konkret. Wird das helfen? Eine Kenntlichmachung fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Gerade beim Stichwort jetzt zum Beispiel Deepfake. Also das kann ja nicht sein, dass man Fotos sieht oder auch Audioaufnahmen und man weiß gar nicht, ist das jetzt echt oder ist das fake? Also aber bei Deepfake würde ich auch nochmal sagen, da steckt wieder auch ein bisschen kriminelle Energie dahinter. Also der wird dann garantiert das nicht kenntlich machen. Ja. Das eine ist ja Theorie, dass ich sage, wir müssen das kenntlich machen, das ist ein Gesetz, darfst du nicht gegen verstoßen. Aber ich meine, also in gewissen Bereichen. Kümmert sich darum. Ja. Ich würde sagen, in gewissen Bereichen ist es sinnvoll, das kenntlich zu machen. Und auf jeden Fall sowohl, also gerade auf EU-Ebene wird, glaube ich, gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, eben das Ganze zu regulieren. Ne? Gerade es wird an einem AI-Act gearbeitet, gibt EU- Richtlinien, wo es schon erste Vorschläge, Entwürfe gibt zur Gesichtserkennung ist glaube ich so ein Stichwort, ne, was hier garantiert verboten werden soll. Ja, genau. Also chinesische Verhältnisse. Es gibt da eine Produkthaftungsrichtlinie und eine KI-Haftungsrichtlinie, die sind gerade so in der Mache und die beschäftigen sich eben damit, wie kann man den Betroffenen, sozusagen den Opfern erleichtern, auch Ansprüche geltend zu machen. Das ist im Moment alles noch sehr undurchsichtig und schwierig. Das soll eben erleichtert werden. Der AI-Act, der setzt er präventiv schon an und der reguliert sozusagen solche KI-Betreiber und solche Plattformen. Der will das in verschiedene Kategorien einstufen. Risikokategorien, da soll es Hochrisikokategorien geben. Es soll auch Dinge geben, die einfach gar nicht erlaubt sein sollen. So eine Systeme wie zum Beispiel so Social-Scoring-Systeme, Punktesysteme für Wohlverhalten, genau. Ja. Also sowas darf es dann auch nach der EU-Regelung nicht geben. Und ich denke, aus nachvollziehbaren Gründen. Hätten Sie sich vor einem halben Jahr vorstellen können, dass wir mal über sowas reden? Zumindest, ich nicht. Also in einigen Bereichen hatten wir ja auch schon mit KI zu tun. Aber das ist wirklich jetzt so, ich sag mal, so ein Standard geworden. So brutal schnell, ne? Ja, das fand ich auch. Das ging wirklich jetzt brutal schnell, dass es wirklich jeder so frei zugänglich nutzt und dass es so doll genutzt wird. Das ist schon irre. Ja. Herr Schafmeister, wir haben eine Menge besprochen. Wir haben auch schon eine gute Zahl erreicht. Ich sag mal, schönen Dank für das Gespräch. Vielleicht führen wir das irgendwann mal weiter, wenn wir ein bisschen mehr wissen. Sehr gerne. Ja, schönen Dank. Vielen Dank. Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.